auf die Bühne bitten. Einen Applaus für Jörg. Ja. Genau. Hier ist noch ein Zauberer, genau. Ein kleiner Tisch, bei dem was vorbereitet werden muss. Genau. Da bin ich ja sehr gespannt. Gut, alles klar, na dann. Viel Spaß. So, ja. Ein bisschen zaubern heute noch. Also herzlichen Dank erstmal, dass ich hier mit bei Ihnen stehen darf. Oh, jetzt sehe ich Sie gar nicht mehr da hinten. Ach, das ist schade. So, also, ich darf Ihnen heute etwas verdeutlichen, etwas mitbringen, was uns vielleicht alle wieder freut, in der näheren Zukunft zu bekommen, mindestens für unsere Gärten, nämlich Wasser. Und worauf ich mich jetzt ein bisschen spezifizieren möchte, ist also, wie kann ich mit Wasser kleben? Also steht ja so da, dass Wasser zum Kleben genutzt werden kann. Wasser ist uns allen, glaube ich, bekannt. Das ist auch noch hier so eine. Wasser besteht zu 71% unserer Erdoberfläche besteht aus Wasser. Und wir nutzen dieses, indem wir es halt für unser Leben sozusagen hervorbringen, indem wir davon uns letzten Endes generieren. Und ich möchte mit diesem Wasser eine Möglichkeit finden, wie ich es nutzbar mache. Sie haben vorhin schon ein paar Logos gesehen. Technologisch nutzbar machen für Prozesse, die uns in der Industrie, vor allen Dingen auch in der Wirtschaft begleiten. Also warum das überhaupt? Nun ja, wenn ich Wasser, sagen wir, das ist ja sowieso ist ein unglaublich interessantes Medium, weil es völlig verquer ist zu allen anderen Elementen, die wir so auf der Welt sozusagen mit uns führen. Es läuft so ein bisschen alles anders bei diesem Wasser. Unter anderem, wenn ich es unterkühle, wird es ja fest, das weiß der ein oder andere, denke ich alle. Ja? Wir haben Winter irgendwann, es wird kalt und dann sieht man so wunderschöne Strukturen, ja, die Sechsecke und so weiter sind ja alle bekannt. Und die führen dazu, dass Wasser gefriert zu Eis. Und das Eis ist etwas so völlig Anomalie, wenn es dann letzten Endes tatsächlicherweise fest wird, das Wasser, dann nimmt es sogar noch Volumen auf. Das wird also größer. 10%, das ist unglaublich viel, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Wenn man es dann noch weiter unterkühlt, ich habe jetzt tatsächlicherweise keinen Robert dabei und keinen Hans. Ja? Aber wenn Sie sich so durchlesen, also hier steht so, ne, kann man es noch machen, also kann man machen, wenn es wieder so richtig kalt ist? Was kann man da machen? Na, dann können wir zum Beispiel behaupten, dass die Klimaerwärmung es gar nicht gibt. Das machen so einige. Ja, wenn es dann kalt wird, das ist kalt genug. Ja, wir können natürlich einen Smalltalk anfangen, gälisch, ne? Gell, ist wirklich kalt. Ja. Oder wir haben eins, und das machen die meisten Kinder dann auch, die sind so interessiert an allem, was so die Kreativität mitbringt. So. Also ich habe einen Horst dabei. Vielleicht hat es der eine oder andere schon erlebt, ich hoffe es nicht. Sie können es gerne zu Hause nochmal probieren. Ja, dann machen Sie einfach jetzt auch im Sommer so mehr oder weniger. Sie nehmen einfach das Eisfach, Zunge im Eisfach. Bitte haben Sie den Stecker in der Hand. Glauben Sie mir, Sie halten mit dem Eis oder mit der Zunge im Eisfach fest. Und jetzt noch ganz bitter, 1,5 Newton pro Quadratmillimeter. Wir müssen ja auch ein bisschen technisch werden. Ne? Das heißt pro Quadratzentimeter, das ist so 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter, da schaffen Sie durchaus mal 100, ja, 150 Newton oder anders gesagt 15 Kilogramm. So 15 Kilogramm können Sie dann da dranhängen. Stellen Sie sich das einfach bitte vor, mit Ihrer Zunge, 15 Kilo, alles klar, ne? Da haben wir dann also schon eine gewisse Vorstellungskraft, was man so machen kann. Ist natürlich eine gewisse Theorie, ich gebe es ja gerne zu. Ja, also es geht nicht ganz so schlimm. Aber wir haben durchaus aus unseren Laborversuchen und auch aus den Greifern, die wir dann hinterher mal so überlegt hatten, tatsächlich hervorgebracht, dass wir bis zu 9 Kilo mit solch einem Greifer, und ich habe Ihnen ja ein bisschen was mitgebracht hier, mit so einem Greifer hier heben können. 9 Kilo kann man da dranhängen. Mit Wasser. Einfach nur Kraft des Wassers. Das Wasser, das zu Eis wird. Die Frage ist, wie wird es denn zu Eis? Das ist ja quasi die Wissenschaftsfrage, die sich dahinter verbirgt. Und vor allen Dingen, warum klebt das überhaupt? So, ich habe Ihnen hier so einen Prozess schon aufgemalt, den übergehe ich jetzt so ein bisschen. Was waren nämlich die Anforderungen? Die Frage war tatsächlich, wie schaffen wir es, sogenannte biegeschlaffe Bauteile, das ist das nächste Wort, ne? Biegeschlaffe Bauteile, das ist nämlich alles das, was biegesteif ist. Ich sag's mal, das ist biegesteif. Hört man das? Metall? Achtung! Das hört man. Alles, was runterfällt und scheppert, ist nicht biegeschlaff. Ich nehme sowas. Oh, es wird schwierig. Ne? Also Textil und so weiter, wir werden gleich noch ein paar Beispiele sehen. Alles diese Materialien müssen irgendwie mal transportiert werden. Sie haben sie fast in jedem Produkt Ihres Lebens. Also nicht nur die Sachen, die Sie anhaben, also sind Sie auch ganz froh darüber, dass Sie sie anhaben, also jetzt erst recht. Ja? Aber es ist auch in jedem Türschloss drin, in jedem Auto, in jedem Sitz. Also hier drin wird vielleicht kein Filz drin sein, aber üblicherweise, selbst da haben Sie irgendwelche Filze drin.
oder irgendwelche Plastikabdeckungen, die dann aus Folien bestehen. Das sind biegeschlaffe Teile und die müssen wir transportierbar machen. Das war immer die Aufgabe und dafür haben wir viel Wissenschaft herangeführt, das ist schon eine Weile her, und überlegt, wie schaffen wir es denn, diese Kälte zu erzeugen. Und das ist ein spannendes Thema. Ja, das ist ein Halbleitermaterialien, die dann also zur Anwendung kommen. Ich mache hier nebenbei schon mal was an. Das hört man zwar jetzt so ein bisschen, aber ich glaube auch nicht so richtig. Das sind also tatsächlicherweise sogenannte Peltier-Module. Oh Gott, jetzt fragen Sie sich, was ist Peltier? Wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Ja? Das ist also so ein Forscher, der war vor 150 Jahren schon mal unterwegs und hat gesagt, wenn so Strom durch einen Halbleiter fließt, dann wird es kalt oder warm. Und wenn Sie das dann thermisch parallel schalten und elektrisch in Reihe, dann schaffen Sie es wirklich, Energie von einer Seite auf die andere zu pumpen. Ja, dann pumpt sich Energie von einer Seite auf die andere. Und das führt dann dazu, dass hier, wenn Sie es wollen, diese blaue Fläche, das zeigt uns an, dass es kalt ist. Und dann sehen Sie schon, wie es immer kälter wird auf dieser Oberfläche. So, und der Test mit der Zunge mache ich jetzt nicht. Nein. Schade eigentlich, ne? Ja, nee. Das wäre ein schönes PR-Foto. Also wir haben hier so eine weiße Fläche, das ist dieses sogenannte Peltier-Modul. Und ich kann hier auf so eine Taste drücken und jetzt müssten Sie alle hier vorbeischauen, dann können Sie gucken, es ist so, wird jetzt schon ziemlich kalt. Oder sehr kalt, minus 15 Grad, können wir bis minus 20 Grad. Wenn Sie so einen richtig schönen großen Computer zu Hause stehen haben, so eine High-Performance-Computer, ja, dann können Sie solche Peltier-Module eingebaut sehen für Kühlung dieser Prozessoren. Die gehen runter bis minus 200 Grad, wenn Sie so Kaskadenelemente bauen. Also schon durchaus sinnvoll. Und das Interessante vor allen Dingen, das Ding, das braucht nur 6 Watt, 6, 7 Watt. Also ganz wenig Energie nur. So, und jetzt nur mal kurz das Beispiel. Ja, wenn ich das hier so drauf mache, ich weiß, meine Zeit rennt weg und ich rede zu viel. Ja, also wenn Sie jetzt hier so drauf schauen, passiert gar nichts. Wenn ich aber hier etwas Wasser. Oh. Ja, Murphy's Law. Kennen Sie das, Murphy's Law? Das ist schön. Das musste jetzt passieren. Das ist nicht Absicht, nicht Absicht, nein. Kannst du mir mal helfen und aufschrauben? Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt mache. Sie kennen diese Sprühflaschen, oder? Von zu Hause, ne? Die so ein bisschen Wasser hervorbringen. Das bisschen Wasser muss ich jetzt simulieren. Am Freitag, den 13. Das kann nicht gut gehen, oder? So, wenn ich das jetzt hier drauflege, so. Und dann theoretisch und praktisch jetzt hier sozusagen dran ziehe, ist zu viel Wasser jetzt gewesen, dann hält das hier sozusagen fest. So sollte es sein. Es sollte eigentlich zerreißen dabei. So, das war jetzt die Hoffnung. Zerrissen ist ja zumindest die Flasche, sagen wir mal so. Ne? Also Halleluja. Also das ist Murphy's Law. Hier drauf haben wir zumindest noch die restlichen Teile. Das sind nämlich dann Kohäsionsbrüche. Ich wette mal, hier sind die Materialien. Ja, ich darf noch mal kurz die Range zeigen. Insbesondere können Sie dieses Teil, was darunter so gefallen ist, das war so Faserverbundkunststoff. Den braucht man erstmal, um dann solche Bauteile herzustellen. Da kommt noch ein bisschen Harz mit dazu und dann wird es so ein stabiles Material. Aber am Anfang ist das Zeug hier sowas, so ein Flächengelege. Ja? Und das muss auch irgendwie transportierbar werden. Ja? Haben wir unter anderem so Autos drin heutzutage, die dann etwas höherwertigen. Und dann kommen solche großen Prozesse zusammen, die dann also tatsächlicherweise dann solche Materialitäten auch handhabbar machen. Und ich möchte jetzt gerade noch, deswegen dachte ich, so ein bisschen Wissenschaft soll ja auch vermittelt werden, die Herausforderung besteht darin, wie wird denn diese Kraft erzeugt? Ja? Und dann haben wir also oberflächentechnische, oberflächenenergetische Effekte. Das heißt, das Wasser hat eine Energie, genauso wie die Oberfläche, auf die es auftrifft. Okay, das brauchen wir jetzt gar nicht wissen. Aber Sie nehmen sich das einfach mal bildlich mit nach Hause. Nehmen Sie einen Wassertropfen und packen den doch mal auf eine Folie drauf. Da werden Sie, glaube ich, sich auch erinnern, dann kommen so richtige Kugeln raus. Ja, das ist nicht wasserfreundlich, sozusagen diese Oberfläche, die sich da bildet. Also die nimmt das Wasser nicht gern auf. Wenngleich Sie eine Oberfläche haben, die, sagen wir mal, etwas Wasser aufsaugt und so weiter, dann ist der Tropfen sofort eine große, ja, dann gibt das hier eine Struktur ab. Und dieses Wasser, das dringt nun ein in die Oberflächen und kann dann schön berechnet werden mit der Adhäsionsarbeit, wie man dahin bekommt, dass dieses Wasser dann mit der Oberfläche sich verbindet. Van der Waals Kräfte kommen damit auf und wir hatten schon ein anderes Thema Van der Waals gehabt. Ja, ich weiß, jetzt wird es zu spezifisch, ne? Aber wir hatten einen Gecko schon gesehen, oder? Und so ein Gecko, der kann auch über die Oberflächen von Häusern laufen. Warum? Weil der mit solchen Van der Waals Kräften unterwegs ist und sich mit der Oberfläche verbindet. Und nichts anderes nutzen wir auch mit dem Wasser. Und ich guck mal, ob ich dann kann man schöne Formeln berechnen und das ist so typisch Ingenieur, ne?
Ja, das muss sein. Also, weil Sie wollen ja genau wissen, was Sie brauchen. Und an der Sache hängen wir jetzt gerade, um das natürlich auch weiterzuentwickeln, weil das haben wir jetzt schon erforscht. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wie erkennt denn jetzt das Eis, welches Material unter einem liegt? Also das ist jetzt das spannende Thema. Ne? Also wir haben hier so ein Leder oder wir haben so ein Filz und jedes dieser Materialitäten braucht andere Prozesse. Und dafür bauen wir jetzt bei uns an der Hochschule gerade wieder ein neues Modell auf und da kommt ganz viel Intelligenz rein. Hoffen wir jedenfalls, dass uns das gelingt. Das ist immer so eine Sache. Ja? Es ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit, ja? Künstliche Intelligenz, einfach nur Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und wir versuchen das jetzt gerade reinzubekommen und da wirklich ein bisschen adaptiv sein zu dürfen. Und dafür sind wir ja nicht alleine da, sondern das machen wir eben alle gemeinsam. Weil das gestaltet auch unsere Welt und das Wasser, was wir brauchen. Und deswegen sind wir ein großes Team, das sich alles auch mit diesem Themenumfeld künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Und deswegen noch ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Kommen Sie gerne nochmal auch vorbei und gucken Sie rein, was wir so tun. Weil ich glaube, wir machen ganz viel spannende Dinge, die Dinge sozusagen weiterentwickeln und wachsen lassen. Kleiner Keim gesetzt. Sie haben heute ein bisschen was gehört über so einen Wassertropfen, der eventuell doch eine Klebewirkung entfaltet. Machen Sie es nicht zu Hause. Ich wünsche es Ihnen, dass das nicht passiert. Passen Sie auf Ihre Kinder auf. Ich habe es auch versucht, ging so einigermaßen. Und lassen Sie den Keim starten und wachsen. In diesem Sinne, Dankeschön und alles Gute.